Das wollen wir aber nicht machen. Ich will euch nämlich den Mondlichtschmetterling im richtigen Kampf zeigen. Wenn wir Beatrice rufen würden, würde die den Mondlichtschmetterling mit ihren Zaubern wegflacken. Und zwar wortwörtlich. Die ballert den Mondlichtschmetterling binnen von Sekunden weg. Den da. Und wir haben gar keine eigene Chance, ihn mal alleine zu verpassen. Deswegen will ich euch den Kampf zeigen, wie er richtig geht. Also ab durch den Nebel. Gut. Der Mondlichtschmetterling kommt angeflogen und hat sogar sehr schöne dramatische Musik. Wir sollten uns immer etwas fern von ihm halten und darauf achten, was für Angriffe er macht. Den Angriff einfach blocken. Die Nadeln. Was Besseres können wir nicht. Wenn er auf die Seite wechselt, dann verstecken wir uns hinter der Nebelwand. Weil durch die kann er nicht durchschießen. So. Ah, ich habe gerade gesagt, den Angriff sollten wir blocken. Und dem müssen wir ausweichen. Genau. Und runter wegrollen. Autsch, weil er uns sonst instant tötet. Wow. Davor wegrollen ist keine gute Idee, auf ihn zurollen ist die bessere Idee. So. Jetzt müsste er demnächst mal rankommen. Wow. Genau, jetzt kommt er nämlich auf die Brücke und wir haben die Möglichkeit, ihn zu hauen. Und zwar für sehr viel Schaden eigentlich. Wow, wenn er seinen Explosionsblitz macht, sollten wir weggehen. Genau, die Nadeln blocken. Und da eigentlich ausweichen. Oh. Okay. Mondlichtschmetterling hat uns getötet. Ja, weil ich etwas unachtsam war. Gut. Die Gegner ignoriere ich jetzt einfach mal. An denen kann man nämlich einfach mal vorbeirennen. Und bewege mich direkt wieder zum Mondlichtschmetterling. Genug Flaschen habe ich nämlich noch. So. Das war jetzt der erste Boss, der mich getötet hat. Und ja, wie ich sagte, hätte ich Beatrice dabei gehabt, wäre das Ganze viel leichter gewesen. Da wäre er nämlich schon tot gewesen, bevor er überhaupt... ...in der Lage gewesen wäre, mich zu töten. So. Genau, einfach dann vorbeirollen ist die beste Methode. Genau. So, den Stacheln ausweichen. Beziehungsweise die Stacheln blocken. Wow, ja, sein Todeslaser, den kann er ja auch noch machen. Und dem hier ausweichen. So. Normalerweise geht er ganz leicht von der Hand. Autsch. Uah. Wenn man nicht ein bisschen unachtsam wird. Ja, genau seine Projektile machen halt den meisten Schaden. So, diesmal haben wir ihn besser erwischt. Das ist das letzte Mal.
kann sogar mit dem Bogen noch ein bisschen auf ihn schießen, was aber nicht gerade viel bringt. Wow. Ja, sein Laserangriff. Und auf die andere Seite fliegen, das finde ich schön. Wow. Okay, die Bombe, die kann er auch noch. Die ist nicht so schön, wenn er die macht. Wow. Wow, jetzt habe ich keine Heilung mehr. Also wenn er mich jetzt einmal erwischt, dann ist Sense. Genau. Autsch. Ja, er ist definitiv nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. So, zwei Tote beim Mondlichtschmetterling. Das ist erbärmlich. Aber wie gesagt, gleichzeitig zu kommentieren und zu spielen kann schwierig sein. So. Einfach durchrennen. Die Gegner ignorieren. So. Hoch. Mit 5 Flaschen dürften wir das hinkriegen, wenn wir nicht wieder so oft getroffen werden. So. Okay, wo bist du? Da bist du. Wow. Gut. Etwas Abstand nehmen von ihm. Immer etwas Abstand halten. Gucken, was er macht. Trinken. Genau, wenn er das macht, ist es gut. Wenn er das macht, müssen wir ausweichen. Genau. Aua. Kommt er ran? Nein, er kommt noch nicht ran. Er macht erst den hier. Jetzt kommt er ran. Wow. Kurz heilen. Bis er wieder wegfliegt, kann ich nämlich kurz den Talisman zum Heilen benutzen. Wow. So spare ich mir die eine Flakonladung. Gut ausweichen. Autsch, autsch. Da hatte ich jetzt gerade Glück, dass es nur die Stacheln waren. Nicht sein Todesbeam. Und ja, ich habe gesagt, die Stacheln sollten wir eigentlich blocken. Wow, Todesbeam wegrollen. Au. Letzter Flakon. Todesbeam. Ja. Komm her. So, den konnte ich gerade ziel ausweichen, weil ich weit genug... Ah, er kommt. Stirb. So, er ist tot und er stürzt in die Tiefe. Seele Mondlichtschmetterling. Eine Menschlichkeit.
Ja, die Seele eines Gegners ist was Wertvolles. Kann ich mal kurz zeigen. Seele Mondlichtschmetterling. Erhalte viele Seelen oder fertige einzigartige Waffen. Die Seele des mystischen, den Finsterwurzgarten durchflatternden Mondlichtschmetterlings. Besondere Wesen besitzen besondere Seelen. Die Schmetterlingsseele ist eine Schöpfung Seths des Schuppenlosen oder Seths des Schuppenlosen. Mit diesem Objekt kannst du eine große Menge Seelen erhalten oder eine einzigartige Waffe fertigen. Ich entscheide mich für die Waffe in dem Fall. Aber dazu kommen wir erst ein ganzes Stückchen später. Wir wollen jetzt erst einmal hier hoch und weiter hoch. Gut. Denn hier ist ein Schmied. Der hat für uns den Wachturmkellerschlüssel, eine göttliche Glut und einen Heimkehrknochen. So, erstmal die göttliche Glut. Wir haben ja schon mal eine große Glut gefunden. Zur Waffenveredelung erforderlich. Zur Waffenverfindung erforderliche Glut. Göttliche Glut gehört der Kirche und ist für göttliche Schmiede bestimmt. Wandelt eine Standardwaffe plus 5 zu einer göttlichen Waffe. Die göttliche Waffe kann auf plus 5 verstärkt werden. Göttliche Waffen eignen sich für die Untotenjagd. Nutze sie gegen Untote und die Knechte von Nekromanten. Ja, kleiner Spoiler. Und wir haben den Wachturm-Kellerschlüssel gefunden. Schlüssel zum Untergeschoss des Wachturms in der Stadt der Untoten. Das Untergeschoss des Wachturms besteht aus einer Steinzelle. Gerüchte zufolge soll sich hier ein Held in eine Hündel verwandelt haben, nachdem er von einem guten Freund hier eingesperrt wurde. Zu seinem Besten, versteht sich. Der Wachturm, wir können ihn wahrscheinlich von hier aus nicht sehen. Doch können wir. Der befindet sich nämlich da drüben. Da drüben ist auch die Brücke und alles andere aus der Stadt der Untoten. Da drüben ist die ganze Stadt der Untoten, um genau zu sein. Der Wachturm ist der Ort, wo Havel eingesperrt war. Ja, was wieder zu meiner Spekulation führt, dass das wirklich Havel ist. Weil dieser Schlüssel öffnet normalerweise die Türen zu seiner Zelle. Und ja, ich habe die Zelle mit dem Generalschlüssel geöffnet, aber normalerweise kann man das nur mit dem Schlüssel, wenn man keinen Generalschlüssel hat. So, ich sollte mich wieder zurückporten, weil ich keine Flakon mehr habe. So. Das war es erstmal für den Finsterwurzgarten. Aber ja, jetzt zurück zur Havel. In der Beschreibung des Schlüssels steht geschrieben, dass ein Held in den Turm gesperrt wurde. Und Havel war ja sozusagen ein Held. Er war der Bischof des Weißen Pfades, der Bischof der Kirche. Und wie beschrieben, und den Schlüssel haben wir ja bei einem göttlichen Schmied gefunden, von dem uns Andrea aus Astora erzählt hat. Und ja, wenn man sich so überlegt, macht das schon Sinn. Er wurde von einem Freund dort eingesperrt. Jetzt könnte man munkeln, dass entweder der Schmied der Freund war, oder aber Gwyn, der wirklich der Freund von Havel war. Gwyn ist nämlich der Enkel von Allvater Lloyd, dem Gott der Weißen Kirche, wo Havel eben ein Apostel war. Und deswegen macht es eigentlich nur Sinn, dass ein göttlicher Schmied den Schlüssel für Havels Zelle angefertigt und beschützt hat, in Gwyns Auftrag. Also muss das da wirklich Havel gewesen sein in der Zelle. Jedenfalls nach meiner Interpretation.